Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 16. Mit den mächtigen Kräften von Ifrit und dem coolen Outfit unseres Vaters sind wir jetzt unterwegs. Und wollen mal gucken, was hier abgeht. Und hier war noch so ein Ding und ich glaube, ich kann das jetzt aufmachen. Jawohl, Super- und Heiltrank direkt gefunden. Edel. Leider hat sich Joshua uns immer noch nicht gezeigt und Clive hat deshalb weiterhin Gewissensbisse. Es wird noch ein bisschen andauern, er muss noch weiter leiden. Aber er ist mit sich einigermaßen im Reinen. Torgal, was ist? Bestimmt nichts Gutes. Komm. Gucken, das Ding müssen wir noch jetzt aufmachen können. Nee. Scheinbar was für später. Nein, sind sie schon in Eastpool eingefallen. Oder ist die Fäulnis in Eastpool eingefallen? Auf jeden Fall ist Hugo uns jetzt auch auf den Fersen. In dem hat es gar nicht gefallen, dass wir seine geliebte Benedicta gekillt haben. Und wir haben sie auch ziemlich elend gekillt. Selbst Sid war erschüttert. Oh nein. Was geht hier schon wieder vor? Alle gekillt. Wichser. Kaiserliche. Das werdet ihr bereuen. Hey! Da sind noch welche! Was macht ihr hier? Antwortet! Wie hat er jetzt Edel der Angriff? Scheiße. Ihr kennt die Befehle. Keine Überlebenden. Wer würde so etwas befehlen? Gib mir das! Ich wollte gerade sagen, Hugo, aber der ist ja gar kein Kaiserlicher. Zahnbreck hat mir auch noch so richtig schief. Der andere war ja ein Valut, ja. Ich hab gleich zwei mitgenommen. Bastarde. Nein, Lady Henna. Sie sollen brennen. Die Träger und alle, die sie verstecken. Auf Befehl der Kaiserin.
natürlich war sie's. Ihr Leben zurückgeholt. Ich fand sie sehr gut. Scheiße, den hat's nicht zurückgedrückt. Ja, sie wird hier gemacht. Was hat denn die da gedrückt? Gefällt mir sehr gut, der neue Kampfstil. Der ist noch wilder, noch mehr Laser dabei. Verzeiht mir, Lady Hannah. Das habt ihr nicht verdient. Keiner dieser Menschen hier. Was hast du getan, Mutter? Wir sind zu spät! Gav! Clive! Also hat das die Herzogin verbrochen, ja? Hier in Eastpool wurden Träger versteckt. Wir dachten, sie wären sicher, aber man muss sie verraten haben. Wenn wir sie früher zu uns geholt hätten, wäre das alles nicht passiert. Verdammt! Mutter hat Träger schon immer verabscheut. Weil Vater sie aufnahm. Obwohl sie anderswo Sklaven waren. Weil eine Laune des Schicksals ihnen ihre Kräfte gab. Und deshalb dieses Blutbad? Sie wollten nur frei sein. Ein Wunsch, den diese Welt mit dem Tod bestraft. Doch wir werden das ändern. Gav, wir wollen helfen. Dachte, ihr hättet noch was anderes zu tun. Ja, aber das kann warten. Wenn das so ist, sagt ihr beide Sid das am besten persönlich. Er würde sich sicher freuen. In Ordnung. Und zwar schnell. Ich habe gehört, er plant schon wieder einen Ausflug. Was ist mit den Toten? Hey! Kann ich euch die Dorfbewohner anvertrauen? Natürlich. Wir werden sie beisetzen. Danke.
Euch allen. Dann gehen wir. Ihr Ratten, wo ist euer Nest? Lord Kupka hat eine wichtige Nachricht und ich will sicher gehen, dass sie euch erreicht. Ein weiterer Fiesling ist aufgetaucht. Scheißdreck. Die einzigen guten Menschen, mit denen sind alle abgeschlachtet worden. Scheiße. Ich hoffe, ich kann es versteckt beschützen. Das wäre echt übel, wenn es... Also es ist ja offensichtlich, dass es einen Showdown geben wird. Wahrscheinlich auch im Versteck. Es ist meistens so in miesen Fantasy-Geschichten. Verbrechen und Strafe. Also dann zu Set. Wir haben viel zu besprechen. Erstmal nach den Weapons gucken. Okay, der sagt noch Silber. Fass dich kurz. Willst du was schmieden? Schade, ich kann mein Schwert nicht verstärken. Ich meine, ich habe einen riesen Power abgekriegt, dadurch, dass ich jetzt diesen Nefrit-Move habe. Was das? Nefrit, sagen die immer. Gut. Ich habe Nefrit gesagt. Otto war vorhin ziemlich laut. Er klang überhaupt nicht glücklich. Ist schon so drin. Was ist denn nur passiert? Clive, richtig? Hi. Ah, jetzt kann ich dem Sid auch endlich mein cooles Outfit zeigen. Wenn du helfen willst, lernst... Guten Tag. Oder ist... Welches Thema wollen wir heute behandeln? Das ist nicht auf Stufe 3. Da sind jetzt so rote Dinger dran. Was ist das Rote? Ein desertierten Trägersoldat statt immer da. Ach, gemeinsam mit seiner Kindheitsfreundin Jill brach er in seine Heimat Rosaria auf, um die Wahrheit um die Ereignisse herauszufinden, die ihre Schicksale geprägt hatten. Ihr Weg führte sie durch Eastpool, wo ein Wiedersehen mit Hannah Murdoch, der Witwe des Kommandanten, auf sie wartete. Zum Abschied überreichte sie Clive eine Garniturkleidung, die einst seinem Vater Lord Elwin Rossfield gehört hatte. Warum ist bei der Benedicta rot? So, entfesselte einen fatalen Wirbelsturm, in dessen Auge sie schließlich von Clive und seiner Esper Ifrit getötet wurde. Das haben wir gesehen. Hugo katapultierte ihn an die Spitze der Politik, das wissen wir alles. Sein teuerster Schatz war jedoch Benedicta Hamann. Als ihm ein Valute die Nachricht überbrachte, dass Sid sie getötet hatte, war seine Wut grenzenlos. Ah, der ist halt auch so riesig und mächtig, dass er hier alles zerstören kann. Das ist sehr schlecht, wir müssen den irgendwo auf dem Feld stellen. Die kaiserliche Provinz Rosaria. Eine sandbreckische Provinz im Westen Sturms, die bis zur Annexion durch das Heilige Kaiserreich im Jahre 861 als das Großherzogtum Rosaria bekannt war. Kaiserin Annabella Lezan, einst Herzogin Rosarias, wurde zur Statthalterin ihrer früheren Heimat erklärt. Eine Rolle, in der sie mit geradezu sadistischer Freude aufging und eine Herrschaft horrender Steuern, permanente Überwachung und der brutalen Verfolgung von Trägern installierte. Wobei sowas eigentlich, ja, okay, die hat das ja mit eingefädelt. Also sie ist ja dann da aufgetaucht und hat ja so einen Plan geschmiedet im Hintergrund schon. Weil eigentlich ist ja die Ex-Frau vom alten König, die wurde doch früher total verspottet so. Die wollte doch keine mehr. Was ist los mit dem Valuta-König? Nee, dem Sambrekschen König. Jetzt muss ich schon nochmal gucken, was hier eigentlich...
Nee, der Valuta, der hat ja die Benedikta gehabt. Ich muss nochmal über Sandbreck und über Dings lesen. Ja, das Heilige Kaiserreich Sandbreck. Eine Nation im Nordosten Sturms, sie besitzt ihren eigenen Mutterkristall, Drachenkopf, an dessen Füße die Hauptstadt Oriflam liegt. Auch wenn die politische Macht offiziell in den Händen der fünf Kardinäle des Rats der Weisen liegt, müssen sie sich doch dem Willen des Gottkaisers beugen, wann immer er seine Wünsche zur Staatsführung äußert. So auch im Jahre 860, als die Kardinäle seinem Plan zustimmten, Rosaria von den Eisernen zu befreien. Nach dem Einmarsch wurde das Großherzogtum zu einer Provinz Sandbrecks degradiert. Ja, wo ist denn der Gottkaiser? Den habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Die Republik Dalmekia, eine Nation im Süden Sturms, die sich aus fünf kleineren Ländern geformt hat. Ihre Hauptstadt Randella liegt um den Mutterkristall Drachenfang, in dessen Inneren sich auch Schloss Dasbog befindet, der Sitz von Titans Dominus Hugo Kupka. Hugo ist der Chef. Ja, die Dalmekia, die haben ein Parlament. Das dalmekische Parlament, das höchste politische Gremium Dalmekias, bestehend aus 7 Mitgliedern, die für die Regierungsgeschäfte der gesamten Republik verantwortlich sind. Allerdings müssen sich die Minister, die von den Einwohnern der 5 Länder der Republik gewählt werden, dabei allzu oft nach den Launen ihres wirtschaftlichen Beraters Hugo Kupka richten, der seine Macht als Dominus Titans ausnutzt, um die Geschicke der Republik zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Also erst so die graue Eminenz. Eisern. Hier ist Valut. Das Königreich von Valut. Die letzte verbliebene Nation auf dem östlichen Kontinent Ashra, in deren Hauptstadt Stonhir auch der Mutterkristall Drachengrad steht, regiert wird das Königreich von Barnabas Tarm, Odins Dominus, der jüngst in Vorbereitung auf einen groß angelegten Eroberungszug Speer nach Sturm entsandt hat. Nachdem Valut im Jahre 865 im Krieg der zwei Welten Territorium an das Heilige Kaiserreich Sandbreck verloren hatte, startete es 873 einen erfolgreichen Angriff auf die Belenus-Höhe, um auf dem Kontinent jenseits der Straße von Ota wieder Fuß zu fassen. Ah, okay, Valut war ja der Odin-Kerl, Barnabas, der ein Verhältnis mit der Benedikta hatte, die sich aber gleichzeitig an Hugo rangemacht hat, damit sie den als Verbündeten haben. Und die leben gar nicht hier auf dem Kontinent und führen deshalb Krieg gegen Sandbreck. Und die alte Königin hat den sandbreckschen Kaiser geheiratet. Ein Krieg zwischen dem Heiligen Kaiserreich Sandbreck und dem Königreich von Valut im Jahre 865. Dank der Macht ihrer Esper Bahamut gelang es den sandbreckschen Truppen, die Straße von Ota zurückzuerobern und so eine Jahrzehnte überdauernde Blockade zu durchbrechen. Um ein weiteres Vorrücken der sandbreckschen Armee zu verhindern, formten die Valuter ein Bündnis mit der Republik Dalmekia, die ihrerseits Krieg gegen das Eiserne Königreich führt. Okay, gut. Die sind verbündet, die kämpfen. Aber ich bin die ganze Zeit hier nur im Kaiserreich. Okay, okay. Schon was über den Kaiser? Was komisch ist, dass hier jetzt rote Dinge und nicht mehr die blauen Dinger dran sind. Einst die Herzogin Rosarias, heute die Kaiserin des Heiligen Kaiserreichs Sandbreck. Sie betrachtete es als ihre Lebensaufgabe, die Blutlinie des Phönix zu bewahren und zu stärken, und so hinterging sie ihren Gatten, um eine Verbindung mit einer in ihren Augen mächtigeren und würdigeren Partei einzugehen.
Heute herrscht sie als Statthalterin der mittlerweile sambrekischen Provinz Rosaria. Und das mit einer Grausamkeit und Abscheu für das niedere Volk, die zu Großherzog Elvins Zeiten undenkbar gewesen wäre. Herr Elvin war ein guter. Okay, über den Kaiser wissen wir noch gar nichts. Clive. Naja, gehen wir mal zu unserem Bro-Sit. Kann ich vielleicht bei irgendwas helfen? Keine Nebenaufträge soweit. Hier wird es aber auch jeden Tag voller. Ich sag mir, der Trubel ist gut so. Wenn ich tot bin, werde ich so viel Ruhe haben, wie ich will. Und? Gefunden, wonach du gesucht hast? Ich weiß noch immer nicht, ob es ein Segen, Fluch oder vielleicht auch etwas ganz anderes ist. Aber eines kann ich mit Sicherheit sagen. Ich bin ein Dominus, Ifrit. Und daran kann ich nichts ändern. Diese Bürde werde ich bis an mein Ende tragen. Wahre Worte. Vergebung und auch Erlösung beginnen bei uns selbst. Da müssen wir alle durch, ungeachtet unserer Vergangenheit. Sid, du hast einmal von der Wahl gesprochen, so zu sterben, wie wir es möchten. Richtig. Ich habe nachgedacht und... Warum sollte nicht auch das Leben zur Wahl stehen dürfen? 13 Jahre wollte ich nur Rache üben. Ich war so besessen davon, dass ich das Leben um mich herum gar nicht gesehen habe. Vielleicht, weil es so selten lebenswert ist. Seien es Träger oder Bettler, sie verbringen ihr gesamtes Dasein, ohne zu wissen, dass auch sie eine Wahl verdienen. Ich darf nicht länger die Augen vor ihrem Leid verschließen. Ist das deine Buße? Es ist unsere Antwort. Unsere Entscheidung. Ich werde euch beiden einiges abverlangen. Das wissen wir. Sehr gut. Mit einer kleinen Prise Feuer und Eis könnte mein Plan funktionieren. Was hast du denn bitte jetzt schon wieder ausgeheckt? Ein Geniestreich. Wir schleichen uns in die kaiserliche Hauptstadt. Ein kleiner Besuch bei Mutter. Einige Zeit früher. Oriflam, heiliges Kaiserreich Sunbreak. Rat der Weisen, Schloss Weißwurm. Nun hat die Fäule auch die letzten unserer Höfe in den Ostprovinzen verschluckt. Vor dem Winter werden wir die Kornspeicher der Hauptstadt nicht mehr füllen können. Wenn es sie dann überhaupt noch gibt. Die Plage ist bereits in greifbarer Nähe. Und ihr verliert euch in Jammer und Zank. Eure Heiligkeit? Benötigt das Kaiserreich Frucht? Ah, jetzt sieht man endlich was über ihn. Silver Lesange. Lesange? Der Kaiser des heiligen Kaiserreichs Sunbreak, der seinen Thron zumindest zu Teilen dem Umstand verdankt,
dass sein Sohn Dion der Dominus Bahamuts ist. Oriflam, die Hauptstadt des Heiligen Kaiserreichs Sanbrek. Sie liegt am Mutterkristall Drachenkopf auf der Halbinsel der Oelepeist bei im Nordosten Sturms. In Oriflam befinden sich alle Einrichtungen von Bedeutung für das Kaiserreich, einschließlich Schloss Weißworms, Residenz des Heiligen Kaisers und Ort der Zusammenkunft für die Kardinäle. Rat der Weisen. Die Berater des Kaisers von Sanbrek und das höchste Organ der kaiserlichen Regierung. Der Rat besteht aus 5 Kardinälen der Gregorischen Kirche, die die Regierungsgeschäfte im Namen des Kaisers leiten sollen, während dieser selbst eigentlich nur eine symbolische Rolle besitzt. Silver gedenkt jedoch keineswegs, die Zügel aus der Hand zu geben, und so bleibt dem ältesten Rat keine andere Wahl, als sich seinen Willen zu beugen. Er hat gar keine Power. Bares Land, seht doch nach Süden. Ihr meint die Besitztümer des Kristalldominiums? Das Abkommen bindet unsere Hände. Wir haben geschworen, die Grenzen ihres Staates zu respektieren. Kardinal, schworen wir auch tatenlos zu hungern? Was ich damit sagen wollte, Also, wirklich heikle Situation. Die Tore von Oriflam ächzen ob der Flut derer, die vor der Fäule fliehen. Ohne genug Brot für die Mäuler innerhalb der Stadt, was bleibt da für jene außerhalb? Doch anstatt, dass ihr euch Fragen wie diesen stellt, kreuzt ihr lieber die Schwerter mit den Valutern und schickt unsere Soldaten zu Tausenden in den Tod. Unser Reich blutet, während hier bei einem müßigen Teekränzchen geschwätzt wird. Und ihr schimpft euch die 5 Weisen. Sanbrek ist nichts ohne seine Bürger. Wir haben ihnen zu dienen. Wenn ihr Land zugrunde gerichtet wird, ist es unsere Pflicht, Neues zu erschließen. Eure Heiligkeit, meint ihr einen Eroberungsfeldzug? Genau das ist meine Absicht. Es ist Zeit zu expandieren, nicht zu plaudern. Dies ist der Wille Quigos. Man wird sich empören. Wir müssen einen Weg finden, das Volk zu beschwichtigen. Woher nehmen wir das Geld? Allein die Armee, wer bezahlt das alles? Jemand wird die Dalmeker in Schach halten müssen. Ich halte euch nicht auf. Wir haben alle viel zu tun. Wo ist mein Sohn? Prinz Dion ist an der Straße von Ota stationiert. Wenn ihr wünscht, kann ich seine unverzügliche Rückkehr in die Hauptstadt veranlassen. Das wird nicht nötig sein, doch weist ihn an, sich vorerst zu schonen. Bahamuts Kräfte werden bald wieder gebraucht. Wie ihr befehlt. Das kann doch nicht sein. Du willst uns sagen, dass die Mutterkristalle der Grund für die Fäule sind? Bist du verrückt? Du bist nicht der Erste, der fragt, aber nein, bin ich nicht. Wir haben es alle selbst gesehen. Einöden, wo einst grüne Wiesen waren. Land so tot ohne Äther, dass nicht mal die Ratten geblieben sind. Aber wo ist all der Äther? Ich habe Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass die Antwort direkt vor mir stand. Dort, in denselben Kristallen, deren scheinbaren Segen wir so schätzen. Na gut, hör zu.
Dieser Kristall. Wie wirken wir damit überhaupt Magie? Antwort: indem wir der Luft Äther entziehen. Und wo kommt dieser Kristall her? Ist doch klar. Der kommt von einem Mutterkristall. Ganz genau, Gav. Nur passt dieser Kleine hier eben besser in die Tasche. Aber die Mutterkristalle sind gewaltig. Einige so groß wie Berge. Darin liegt das Problem. Überleg doch nur, wie viel Äther etwas von der Größe sammeln kann. Wo der dann aber hinfließt? Tja, ich kann nicht alles wissen, oder? Man sagt, die Mutterkristalle seien heilig. Ihr Äther ein Geschenk des Himmels. Jahrhunderte haben sich die Länder im Kampf darum gegenseitig zerfleischt. Kann es wirklich sein, dass das niemand erkannt hat? Naja, wer weiß. Vielleicht wurde es vertuscht. Vertuscht von wem, denkst du? Der Obrigkeit, den Göttern selbst. Du willst jetzt also etwas dagegen tun. Das heißt, wir helfen Trägern und Domini nicht mehr? So meine ich das nicht. Meine Versprechen halte ich immer. Aber wenn wir weitermachen wie bisher, dann ist das Schicksal dieser Welt besiegelt. Und wir können ja schlecht unsere Leute befreien, wenn sie alle tot im schwarzen Dreck liegen. Das wäre wohl auch keine Welt, in der wir selbstbestimmt leben, oder? Dann wäre alles umsonst gewesen. Tja, sieht aus, als müsste die alte Ordnung erst unters Messer, um eine neue aufzubauen. Was sagt ihr? Seid ihr dabei? Ja, Mann. Wir sollten dir wohl langsam auch etwas Vertrauen schenken. Ein Jahr hätt's auch getan. Aber trotzdem schön, euch dabei zu haben. Wo habe ich mich da reingeritten? Dafür brauche ich wohl etwas mehr als ein paar Tränke. Oh, es gibt wieder Nebenaufträge. Gibt's überall welche? Na gut, es sind ja nicht mehr so viele Leute da in den anderen Gebieten. Ja, das ist ernst. Der Dimmelwald. Krass. Ja, die Mutterkristalle. Gut, stimmt. Wenn die da den ganzen Äther aussaugen, dann geht er ja irgendwo flöten. Also müssen wir wohl die Mutterkristalle zerstören, um den Äther wieder freizusetzen und so die Welt ein bisschen schöner zu machen. Denn die ist echt hart runtergekommen und es wird ja immer schlimmer. Der Kaiser, ja, stimmt, der hat ja auch recht. Warum kämpfen die da mit Valuten und Demekian, wenn die beide hier um vergammeltes Land kämpfen? Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Das hier sind das die vergammelten Landstriche. Könnte sein. Ja. Mal sehen, was die alte Charon zu sagen hat. Doch, das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren, wenn es weitergeht mit der neuen Folge Final Fantasy 16. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.